Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hat in der Corona-Krise bereits seinen zweiten Gesundheitsminister verschlissen. Nelson Teich hat nach weniger als einem Monat seinen Rücktritt eingereicht. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, Teich und Bolsonaro seien mit Blick auf bestimmte Vorgehensweisen uneins gewesen. Der Rücktritt löste Proteste in mehreren Städten aus. Mitte April hatte Bolsonaro bereits Teichs Vorgänger Luis Enrique Mandetta entlassen. Auch zwischen ihnen gab es Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen gegen die Corona-Pandemie. Die Zahl der Infektionen in Brasilien steigt rasant. 14.000 Menschen sind bislang gestorben. Bolsonaro hält Ausgangssperren und andere Beschränkungen für überflüssig.